Natürlich geht die Schublade nicht auf. Sonst gibt es nichts außer dieser einen Schublade, die eine Hitbox über die ganzen Schubladen hat. Ja, natürlich, das macht Sinn. Ich habe nur den Messkolben, dann gehen wir eben wieder in Papas Zimmer. Spielen ein bisschen Chemiebaukasten. Und ich nehme an, ich muss die Farben mischen. Oder? Ach so, okay. Ich brauche das da. Ja, nu. Auf dem Tisch stehen drei Kolben. Mische die Farben so, dass die Flüssigkeiten mit der Markierung übereinstimmen. Nimm mit Hilfe der Pinzette das Reagenz. Ja, habe ich doch gemacht. Das ist der Reset-Knopf. Ja. Grün, Orange. Ding. Nu? Was sehe ist, dass die Kabel andere Farben haben. Das ist blau. Was sagt sie ja mit der Markierung hier? Mit der Markierung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Da ist ein Hamster auf dem Tisch, aber es. Ich kann auch immer nur zwei Farben mischen. Okay. Nö. Moment. Ich habe hier ja schon eine grüne Farbe. Warum mische ich die denn dann? Muss die vielleicht einfach heller machen? Passt das besser? Ich weiß es nicht. Nein, was mache ich denn? Das möchte ich gar nicht. Ich wollte die da. Die da. Ah, okay. Okay, ich habe das Grün falsch gemischt. Entschuldigung. Habe ich einen Schlüssel. Wofür habe ich einen Schlüssel gebraucht? Hierfür aber nicht so einen Schlüssel. Ah, für die. Ja, im Keller, im Keller. Gott, das ist eine Lauferei. Hoffentlich kriegt sie Kilometergeld dafür. Patrone, Lupe, Stempel, Kerze, Anhänger, Schleife, Feder, Ring, Pfeife, Brille, Spinne, Kartenstück. Anhänger. Schleife. Jetzt wieder die Frage, was für eine Feder? Krampf. Vogelfeder, hoffe ich doch, genau. Kerzring, Pfeife, Briefmarke. Das wird euch und mich für den Rest meiner Let's Player-Karriere verfolgen, bis ich keinen Bock mehr habe. Ring.
Hätte die Pfeife sein können. Das war die Patrone. Das ist die Pfeife. Oder zumindest ein Stück Pfeife. Ein Kartenstück. Eintrittskarte, Weltkarte. Natürlich, das wusste ich. Spinne. Brille. Kerze. Stempel. Briefmarke. Es. Moment. Ach, das Klavier, das hatte ich mir noch... Ach, da hatte ich das total vergessen, aber ich habe auch keinen Notschlüssel dafür. Noch nicht. Nein. Was brauche ich denn jetzt das Kartenstück? Da fehlt auch noch was. Von all den Sachen, ich betone es immer wieder gerne, von all den Sachen, die ich brauchen könnte, bekomme ich ein Kartenstück, von dem ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Brauche ich das fürs Esszimmer? Nö. Hätte mich auch gewundert. Okay, das ist der Schrank. Aber wir haben tatsächlich noch kein Wimmelbild doppelt machen müssen. Das ist schon sehr faszinierend, muss ich sagen, dass sie sich wirklich diese Mühe gegeben haben. Und für jeden Kram immer wieder ein eigenes Wimmelbild gemacht haben. Was ist das denn? Die Ritter bewachen die Tür, aber vielleicht lassen sie mich hinein, wenn ich ihre Speerspitzen zurückbringe. Ach, dafür muss ich die Uhr aufmachen, okay. Das muss ich nicht mit dem Kartenstück aufkriegen, nein, natürlich nicht. Hier irgendwas am Tisch, was ich tun kann. Das ist noch ein Globus. Ha. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich erinnere mich halt wirklich an nichts, wo ich das brauchen könnte. Ich habe nirgendwo eine Karte gesehen. Das komische Klavier, aber das bringt mir auch nicht viel. Dann noch die Uhr, das bringt mir aber auch nichts. Karte. Ach. Schau mal, Herr Glotz. Auf der Karte fehlen einige Kontinente. Ach. Nein, wirklich. Oh, bitte nicht. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das ist okay. Da schon wieder. Das ist irgendwie... Schau mal, wenn ich es einmal in die richtige Richtung gedreht hatte und dann weitergedreht habe, dann... funktioniert das irgendwie nicht mehr. Gut, dass ich das nicht auswendig wissen muss. Dann hätten wir ein Problem. Was mache ich denn da? Keine Ahnung. Du gehörst auch noch dazu. Du gehörst... Das sieht gut aus. Ah, ich dachte gerade eben, da fehlt doch noch was. Hm. Ich
hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Köpfe liegt wohl in der Familie. Egal, die Rose im Eis eingefroren, bring sie zu mir, unversehrt. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Vermutlich ist das dann die Rose, die ich für das Ding brauche. Die kleine Truhe. Teller. Ich sollte den Teller wärmen, damit das Eis schmilzt. Natürlich sollte ich das. Ach, da ist die Rose drin. Okay. In dieser Eisstatue steckt eine Rose. Ich benötige etwas Scharfes, um sie vorsichtig herauszuholen. Oder etwas Warmes, um das Ding einfach zu... dingsen. Salz. Mit einer Schaufel könnte ich den Schnee entfernen. Du könntest auch einfach mit der Hand. Aber es ist okay. Bemühe dich nicht. Okay, ich habe jetzt für irgendwas den Ding benutzt. Eine kaputte Schaufel nützt mir nicht viel. Ich habe für irgendwas den Salz benutzt, wobei ich nicht wusste, wofür. Und habe dann irgendwas ausgelöst und bin jetzt gerade etwas ratlos, was ich da eigentlich gemacht habe. Das ist der Mechanismus für die blockierte Zugbrücke. Da fehlt ein Stück. Natürlich. Ich muss ja schon gar nicht so schauen. Jemand hat eine Tür in das Mühlenrad eingearbeitet. Wie kann ich sie freilegen? Mühlentür. Ja. Ich hatte da hingeklickt. Da. Ich habe jetzt einen Eimer. Moment, ich hab doch was. Kann ich das nicht irgendwo einsetzen? Hier vielleicht. Da fehlen ein paar Teile. Nein. Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Felder, damit die Zahlen von 1 bis 25 angezeigt werden. Achte dabei auf die geraden und ungeraden Felder. Wieder was? Hä? Hä? Ach so. Oh nein, es ist alles wieder weg. Hä? Irgendwie scheint ein System dahinter zu sein, was ich jetzt gerade überhaupt nicht verstehe. So, eins. Zwei. Drei. Wo soll ich wissen, wo die vier ist? Hier ist jetzt die fünf. Oh, soll ich wissen, wo die 6 ist? Ich verstehe das wirklich gerade überhaupt nicht. Ich klicke jetzt einfach gerade. Auf die geraden... Oh, verdammt, auf die geraden und ungeraden Fälle achten. Ich verstehe es nicht. Was sollen mir die denn sagen? Problem ist auch, wenn ich mich einmal verklicke, ist das ganze Ding wieder weg. Also das ist extrem beschissen, muss ich sagen. Ich verstehe es halt wirklich nicht.
Was ist das System, was sich dahinter verbirgt? Verstehe ich gerade echt nicht. Sorry, ich muss mir das jetzt hier gerade mal. Aber wir haben dann nur noch wenig. Jetzt muss ich mir jetzt kann man hier durchlesen. Wenn's einer von euch versteht, der kann es mir vielleicht erklären. Ich verstehe das echt gerade nicht, wie das System hier funktioniert. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich weiß es ungefähr, wenn irgendwo was auftaucht, dass da vermutlich dann die nächste Zahl drin ist, aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Dass ich jetzt alle 5 Millionen Variationen hier ausprobieren muss, die es gibt. Also muss es ein System geben, bloß ich verstehe es nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ist halt schade, dass die halt auch das nicht erklären. Ich würde nur sagen, so, da habt ihr eine Lösung, aber es kann immer wieder anders aussehen. Es ist gerade wirklich Raten und ich hasse Raten, vor allem wenn ich weiß, ich klicke jetzt einmal falsch und alles ist wieder weg. Ich habe nur zwei zur Auswahl. Und das war natürlich das Falsche. Vor allem halt der Tipp, achte auf die geraden und ungeraden Zahlen. Ich verstehe es nicht. Ich bin einfach zu dumm dafür. Also ihr dürft es mir gerne erklären. Vielleicht schaffe ich es ja, das irgendwie durch Zufall zu ermitteln. Und auch wenn ich mir die Lösung anschaue. Nein. Ich sehe da kein Muster dahinter, muss ich gestehen. Zweimal gerade, dreimal ungerade. Zweimal gerade, dreimal gerade, zweimal ungerade.
Okay, ich erkenne dem Narrenmuster, dass es immer abwechselnd ungerade und gerade in der Mehrzahl gibt. Vielleicht hilft mir ja das. Okay.